Ja, hallo lieber Löwe hier zum Reading für deinen Juni. Ich bin Sirot Sabine und ich freue mich jetzt hier mit dir in die Energie für den Juni zu schauen. Sehr kraftvolle Energien, die sich hier die ganze Zeit schon aufbauen, sehr, sehr hochschwingend. Und ich bin gespannt, was der Juni jetzt für dich auf den Tisch bringt. Ich freue mich, dass du da bist. Ich danke dir für deine Zeit, auch jetzt vorneweg schon mal. Und ja, ich möchte dich einladen, tief bei dir anzukommen, in dein Herz ein- und auszuatmen und mir somit auch die Erlaubnis zu schenken, mich mit deiner Energie zu verbinden, sodass ich hier im Kollektiv für die Löwen lesen darf, was da der Juni für dich bereithält. Lass uns direkt starten. Ich habe dir drei unterschiedliche Kartendecks mitgebracht mit dem Tarot 4. Und ich möchte jetzt mal zu Beginn eine Hauptenergie hier für dich, ja, auf den Tisch bringen, was so die Themen sind, was sich so zeigen möchte, bevor wir dann mit dem Tarot einsteigen und tiefer schauen. Ja, lieber Löwe, verbinde dich mit dir selbst, mit deiner Energie. Schenk mir gern ein Like, ein Kommentar und ja, erlaube, dass ich jetzt das hier auf den Tisch bringen darf, was hier sich ganz kraftvoll umgeklappt hat. Und auch bei dir der Turm. Ich weiß gar nicht, bei welchem Sternzeichen ich den schon hatte. Hat schon eins mit dem Turm begonnen. Der Turm, ein Aufwachmoment, auch sozusagen eine Initiation. Altes bricht weg, damit Neues, ja, Fuß fassen kann. Kommt mir gerade oder höre ich hier gerade? Ja, all das, was um die Essenz herum aufgebaut wurde, darf sich jetzt auflösen, sodass die Essenz sichtbar wird. Spannend. Wir schauen direkt mal weiter. Der Turm, ja, das mag für den einen oder anderen eine Schrecksekunde sein. Es kann aber auch sein, dass du diese Energie, lieber Löwe, selbst initiierst, dass durch dein Zutun da etwas in deinem Leben in den Umbruch kommt. Der Turm spricht auch immer wieder von Umbruch, alte Strukturen brechen auf, damit das Innere sichtbar wird. So, wir schauen mal, ob jetzt hier bei dir eine Karte springen möchte. Die sind im Ganzen hier sehr springunfreudig und von daher schauen wir direkt, was sich hier zeigen möchte. Wow, lieber Löwe, der Seelenbaum. Und ich habe direkt Bilder vor meinem inneren Auge, Bilder, die sich damals mit dem Film Avatar sehr in mir eingebrannt haben, der Baum der Seelen. Und ähnlich ist das hier bei dir auch, der Seelenbaum. Kollektive Weisheit, Seelenfamilie, Bibliothek. Der Seelenbaum kann auch eine Verbindung zur Akasha-Chronik sein, die sich da zeigt, Informationen. Und wenn ich da hinspüre, wenn ich diese Bilder betrachte, dieser Turm, der ist hier verschwunden und die Essenz wird sichtbar. Spür mal dahin, lieber Löwe. Und falls du das Reading nur über Kopfhörer hörst, schau dir bitte einfach gerne mal die Bilder an und ja, tauch da mal mit deinem Bewusstsein ein. All das, was bisher verborgen lag, wird sichtbar. Der Seelenbaum in dir wird sichtbar. Deine Seelenfamilie wird sichtbar.
Das funktioniert aber eben auch nur, wenn diese alten Mauern einstürzen und, es ist zu viel, sich da Neues zeigen darf. Also wenn wirklich da alte Strukturen sich auflösen dürfen. Alte Strukturen, das können Mauern sein, das können Glaubenssätze sein, das können Vorgaben sein, nach denen du dein Leben bisher gestaltet hast, so dass jetzt mehr und mehr diese Weisheit in dir zum Vorschein kommt. So, eine da. Schließung. Ein altes Kapitel wird geschlossen und schau dir mal bitte diese Farben an. Hier mit dem Seelenbaum haben wir wirklich beide Farben hier im Bild. Auf der einen Seite hier das Grün-Türkis und hier das Rosa-Pink leuchtend und hier in einem. Ein altes Thema schließt sich, damit ein neues geöffnet werden kann. Schließung. Ich habe auch so das Gefühl, es wird hier, kommt etwas zum Abschluss. Es wird hier etwas abgeschlossen. Es wird etwas beendet. Vielleicht auch dieser Turm, der dir jetzt nicht mehr dient. Wir schauen mal, wie sich das im Tarot zeigt. Ich spüre wirklich eine sehr, sehr kraftvolle Energie hier für dich, lieber Löwe. Und diese Weisheit deiner Seele, die auch mit der kollektiven Weisheit verbunden ist, die möchte jetzt zum Ausdruck kommen. Das ist so lange schon verschlossen in dir. Und ich habe wirklich das Gefühl, hier wird etwas Altes geschlossen, damit etwas Neues sich öffnen kann. Vielleicht auch ganz bewusst, auch diese Schließung, vielleicht auch ganz bewusst von dir, dass du ganz bewusst sagst, ich schließe jetzt diese alten Felder, diese alten Energien, diese energetischen Räume. Ich nehme da meine Energie jetzt raus und schließe diesen Zyklus ab. Das dient mir nicht mehr. Das darf sich jetzt auflösen. Ich vertraue meiner Seele und folge hier dem Wissen meiner Seele. So, lass uns schauen. Oh. Die zwei Kelche. Und die zwei Kelche sprechen hier erst einmal von männlicher und weiblicher Energie, die hier zusammenfließt. Vielleicht geht es auch darum, alte Programmierungen und Muster in Bezug auf männlich und weiblich abzuschließen, da Mauern einzureißen. Wow, so das. Du eher in deinem Herzen hier zentriert sein kannst. Lass uns weiterschauen. Zwei Kelche, Ass der Kelche, Acht der Kelche. Vielleicht auch eine alte Form der Beziehung, die sich hier beendet, wo jetzt hier ganz viel Wissen und Heilenergie einfließen darf, weil auch hier mit den acht Kelchen hast du etwas geschlossen, etwas abgeschlossen, einen Kreis rund gemacht sozusagen. Du hast hier zwar acht erfüllte Kelche oder gefüllte Kelche und dennoch gehst du hier einen neuen Weg und ich glaube, dass dieser Weg hier für dich jetzt beendet ist und du dich aufmachst, neue Wege zu gehen. Es mag in dir den ein oder anderen Zwiespalt geben, lieber Löwe.
Es mögen da nochmal Erinnerungen hochkommen, nochmal das Gefühl, dass du dich gefangen fühlst in einer Situation, dass du nicht weißt, wie du aus dieser Situation dich befreien kannst. Und doch liegt diese Befreiung in dir. Wir haben hier 8 Kelche und 8 Schwerter. Und du siehst hier schon dieses sich gefangen fühlen. Aber es ist ein Spiegelbild, was du dir da betrachtest. Also es ist ein Bild in dir, was nicht real ist. Du kannst das weiterhin betrachten oder du kannst sagen, das hat mich jetzt lange genug erfüllt, ich gehe jetzt hier neue Wege. Neue Wege der Heilung. Und ich glaube, lieber Löwe, dass durch deinen Weg in diesem Juni unterschiedlichste Begegnungen und Gemeinschaften heilen können. Vielleicht warst du bislang in einer Beziehung, wo du dich ganz gut eingerichtet hast, wo du dich auch dem Anschein nach wohl und gut gefühlt hast, aber dennoch ist in dir hier diese Sehnsucht nach mehr, nach der Seelenfamilie. Ich glaube, es geht hier auch wirklich um die Seelenfamilie. Wow, lieber Löwe, das ist mal hier ja eine kraftvolle Energie, sehr, sehr hochschwingend. Wir haben hier als Abschluss die Welt und ich habe es eben hier oben bei den Karten schon gesagt, ein Kreis wird rund, ein Zyklus endet. Und ich glaube wirklich, dass es auf unterschiedlichen Ebenen um Beziehungen geht. Vielleicht hast du neue Menschen kennengelernt, gerade auch mit den 2 Kelchen und mit dem Ass der Kelche. Vielleicht hast du wirklich da einen Seelengefährten kennengelernt. Eine Seele, die mit der du dich schon ewig lang verbunden fühlst, die aber ganz neu in dein Leben gekommen ist und wo du jetzt spürst, hey, ich habe bisher hier in Liebes- und Partnerschaftsdingen, beruflich wie privat, partnerschaftlich, eine Geschichte gelebt, die mich nicht erfüllt. Und das darf jetzt heilen. Das darf jetzt einen Abschluss finden. Aus diesem Zyklus trete ich jetzt heraus. Ich folge jetzt meinem Herzen. Ich folge jetzt auch den Inspirationen, die da in mir sind. Und ich möchte dir gern die Unterseite des Stapels hier auch noch mit dazulegen. Ich finde allein die Farben schon gigantisch, wie die sich hier zeigen, die 8 Stäbe. Klarheit, Wahrheit, Geschwindigkeit, Wachstum, Gespräche. Vielleicht kommen hier auch Gespräche auf dich zu mit ganz unterschiedlichen Menschen. Gespräche mit, ja, Seelenfamilienmitgliedern, Gespräche mit herkömmlichen, ich sage das jetzt mal ganz bewusst so, Beziehungen, so dass du den Unterschied fühlen kannst, so dass du wirklich für dich spüren kannst, hey, ja, da gibt es eine kollektive, kraftvolle Weisheit um das Leben, um die Liebe. Ich kann da eine Bibliothek an Wissen anzapfen. Das nutzt mir aber nichts, wenn ich hier in diesen alten Strukturen sitzen bleibe. Also, schlussendlich braucht es auch hier diese 8 Kelche und die 8 Schwerter, sodass du für dich erkennen kannst, wo sitzt du da gerade in einer Geschichte in deinem Kopf, in einer emotionalen Verstrickung? Wo hast du vielleicht sogar auch dein Herz ein Stück weit verschlossen für das, was ich hier öffnen möchte? Wir haben den Turm und hier diese Schließung. Vielleicht hast du irgendwann dein Herz einmal verschlossen und hast gesagt, ich will das nicht mehr fühlen. Ich will diesen Schmerz nicht mehr fühlen. Und genau das taucht jetzt in deinem Leben auf. Diese Liebe, diese Herzöffnung, diese Freude. Und du denkst, Mist, ich bin hier gefangen in einer Situation,
in einer Beziehung, in einer Arbeit. Ich kann mich hier gar nicht so entfalten, wie ich das möchte. Die Mäßigkeit, der Engel der Heilung, der Engel der Befreiung hier schlussendlich auch, denn gemeinsam mit dem Turm wird das hier eine Befreiung werden und ein alter Zyklus, der sich jetzt schließt. Ich finde es sehr, sehr kraftvoll, sehr, sehr spannend. Und ich möchte jetzt gerne mit dir nochmal in der Fortsetzung etwas tiefer tauchen. Gerade hier auch auf diese zwei Achterkarten, 8 und 8, guck dir das an. 16, da oben, der Turm. Ja, wir schauen mal. Den Link zur Fortsetzung findest du unten in der Infobox. Und ja, lieber Löwe, folge bitte deinem Herzen. Spür in dir nach, was da sich auflösen darf und was da jetzt neu beginnen darf, was einen Abschluss findet und was eben zur Neugeburt dich inspiriert.